Also 1896 hatten sie es irgendwie noch nicht so mit den Mengenangaben. Hier steht zwar drin, wie viel wir brauchen für den Mürbeteig, aber nicht für die Füllung, wie viel Äpfel, wie viel Wein, aber das kriegen wir auf jeden Fall noch mal raus. Jetzt haben wir auch schon eingeschmiert, Mensch. Anfangen tun wir auf jeden Fall mal mit dem Mehl und mit der Butter. Und dann brauchen wir noch ein Ei und ein Schlückchen Wein, ne? Nu? Das würde mal ein extravaganter Mürbeteig. Und jetzt noch ein bisschen Zucker. Und das Ganze verrühren wir jetzt so richtig schön zum schönen Mürbeteig halt, ne? So, der Teig ist schon fertig. Guck mal, es geht so zackig, ne? In meiner Springform habe ich schon wieder ordentlich eingebuddert, ne? Kebackpapier, weil das haben wir ja früher auch nicht gehabt, ne? Und jetzt hauen wir uns da den Teig rein. Jetzt mache ich mal meine Brillen, ne? Weil da steht nämlich drin, in der zugerichteten Springform in einen flachen Holzlöffel, den brauche ich jetzt nicht, ein wenig mehr auseinander gedrückt, bis an den Seiten etwas dicker. Okay, weil ohne Brille geht's auch nicht mehr. Geht's euch auch schon so? Irgendwann wird es immer blöder. Also ihr seht's ja, ich mach's wie im Buch. Rand ein bisschen dicker. Den stellen wir uns jetzt mal einen Moment in den Kühlschrank. Steht zwar nicht da, aber machen wir trotzdem. Au, 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 au. Mensch, mir fällt in letzter Zeit immer mehr auf, dass mein Schneebesen da unten so an der Schüssel kratzt. Tut richtig weh. Jetzt brauche ich erstmal einen Schraubendreher. Weil das stelle ich mir jetzt erst einmal ein. Wenn ich nur den Schlitz gleich für eine Date, ne? So, nochmal Deste. Nur einmalig, so kann man es lassen, oder? Unterdessen werden in 8 Teile geschnittene Äpfel mit Wein, Zucker, Zitronenschale und ganzem Zimt halb gar gekocht. Steht zwar nicht da wie viel, aber jetzt machen wir uns erstmal ein bisschen Zitronenschale. Und dann brauchen wir jetzt von der Zitrone auch noch ein bisschen Saft, weil wir mischen die Äpfelchen dann achteln, steht ja drin in unserem Buch, dass die uns nicht braun werden, ne? Zitronensaft in ein bisschen Wasser und dann Äpfelschäle. Pups. Natürlich rein damit, aber ist ja wurscht, wir brauchen ja eh die Schale, ne? Also Apfel in 8 Teile heißt, ne, 8 Stückchen brauchen wir. Guck, 2, 4, 6. Ah. Und dann schmeiße ich da immer Zitronenwasser rein. Dann werden die nämlich nicht braun, ne? Wie viel Äpfelchen man brauche, steht ja auch nicht da. Aber ich schneide jetzt mal so 4, 5 Stück. Ich habe ja den Kuchen schon mal vorbereitet, ne? Und was da passiert ist, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Da sieht man so ein bisschen, dass da die Flüssigkeit drin steht. Und das ist ja genau das, was ich euch gesagt habe. In dem Backbuch stehen keinerlei Mengenangaben. Naja, aber dazu habt ihr ja mich. Das probieren wir jetzt einfach noch mal aus mit ein bisschen weniger Wein, ein bisschen mehr Zucker und ihr würdet auch schon dicke. Und wo ihr das Rezept findet, wisst ihr ja. Und jetzt schau mal, wie schön die da drin schwimmen. Und siehe da, sie haben auch alle ihre Farbe erhalten. Und die werden jetzt dann mit Wein, Zucker, Zitronenabrieb und dem Zimtstängchen halb gar gekocht. Die Äpfelchen kommen jetzt wieder raus zum Abkühlen. Und dann brauchen wir noch ein bisschen gestoßene Zwieback. Ihr könnt es natürlich auch im Zerkleinerer machen, aber so ist es halt so richtig schön urig, ne? Und damit muss man dann jetzt den Teig ein bisschen bestreuen. Ich nehme jetzt dann auch ein bisschen mehr als beim ersten Mal, dass es ein bisschen mehr die Flüssigkeit aufsaugt, gell? Letzte Rest auch noch mit rein, ne? Damit nichts verkommt. Und jetzt muss ich dann den Ofen vorheizen, weil wo sind meine Brillen? Weil da steht natürlich drin, bei starker Hitze dunkelgelb, nicht braun. Also ich habe jetzt immer 200 Grad Ober- und Hitze vorgeheizt. So, Apfelschüsse sind ein bisschen abkühlt, also ab auf die Kuchen. Und die Reste kann man schon mal naschen. Mmh, das wäre so richtig cooles Apfelkompott. Und jetzt ist der Ofen schon fertig. Da backt man jetzt mal. Und jetzt gucke mal hierher, ne? Wirklich, schau noch mal schnell her. Das ist überhaupt nicht mehr dünne. Das hält so richtig toll. Eine richtige Zuckerweinmasse, das haben wir super hingekriegt. Schau mal hier. Und so bleibt es dann auch in der Pfanne. Das ist nicht zu braun, also kein Karamell, so richtige Zuckermasse. Und nicht so wie bei dem hier, beim ersten, da läuft das Wasser ja weg. Man muss mal aufpassen, das war nichts, kann ich euch sagen. Und den werden wir jetzt mal probieren. Mei, schau, und so hat's ausgeschaut, 1896 auf dem Kaffeetisch. Und den muss ich jetzt echt probieren, weil ich will auch wissen, wie es da geschmeckt hat. Mmh, war wirklich sehr lecker. Probier's unbedingt aus. Tschüss.